Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Rennen von Monza angekommen und nachdem das Qualifying am Ende noch herausragend wurde, die Zeit war zwar 9 Zehntel langsamer als Red Bull, aber 2 Zehntel hinter dem dritten. Also das ist gar nicht schlecht und Platz 6 am Ende. Also trotzdem am Ende eine geniale Runde noch am Ende gerettet. Alonso leider nur Zehnter, keine Ahnung was da los war, aber vielleicht liegt es deswegen. Mal sehen, was seine Konzentration überhaupt sagt. Der WM ist er ja trotzdem weit hinter uns, aber trotzdem Platz 6 immerhin. Sieht man jetzt gar nicht die Konzentration von ihm, oder? Muss man dann nachher nachgucken. Okay, ist egal. Wir starten wir mit dem Rennen jetzt. Wir haben jetzt nichts zu machen und dann gucken wir mal, was wir so reisen können jetzt. Und ich bin mal gespannt aufs Rennen. Also, das Qualifying doch besser dann doch als erwartet. Das lief bisher gar nicht gut. Im ersten Qualifying ja, im zweiten schlecht eigentlich. Und im dritten lief eigentlich auch nicht so optimal, aber am Ende doch Platz 6, keine Ahnung wie, nimmt man mit. Es ist wieder einmal Zeit für den großen Preis von Italien hier auf dem allseits beliebten und legendären Autodromo Nazionale di Monza. Hier gibt es von allen Strecken der Saison am wenigsten Abtrieb und Luftwiderstand. Also, Sie können sich darauf einstellen, dass die Fahrer den Windschatten nutzen werden, so gut es eben geht. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Heute startet Sergio Perez von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Tsunoda, Charles Leclerc, der Glückspilz, Norris, Hamilton, Gasly und Fernando Alonso. Sainz, Ricciardo, Lance Stroll und Ocon. Russell, Latifi, Antonio Giovinazzi und Nikita Mazepin. Mick Schumacher, Aitken, Zhou und Roy Nissany. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Ja, Treff, das wird das Ziel sein, auf jeden Fall Punkte heute wieder zu holen. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht geht auch ein Podium. Das wird sich ganz zeigen. Soft, Medium wird uns vorgeschlagen. Das lassen wir natürlich so. Und dann Tank machen wir 2 Runden weniger, als das Rennen geht. So die Zusammenfassung auch der Strategie. Und dann legen wir schon los. Ganz schnell mal zusammengefasst auch. Und dann schauen wir mal, was so geht jetzt im Rennen. Hoffentlich ein guter Start. Ja, war ein guter Start. War ein sehr guter Start. Aber Norris war besser. Boah, jetzt bremsen, niemanden da hinten reinkrachen. Das wird richtig eng da. Ja, aber es war ein guter Start. Wir sind da so Seite an Seite mit Leclerc, aber der hat einen besseren Ausgang jetzt. Aber Norris ist weit zurück. Norris ist sehr weit zurück. Was hat denn der gemacht? Was hat denn der Lando gemacht da? Ah, okay, ich weiß, was der gemacht. Ja. Ja, jetzt macht das so eine komische Linie, ja. Boah, könnte gut sein für Alonso, der sich auch Gasly gerade gepackt hat. Das war aber ein guter Start. Keine Plätze verloren in dieser engen Kurve. Oh je. Yeah. Ich kann nicht mehr ein bisschen zunutze machen, dass Tsunoda jetzt hier vor Leclerc festhängt, fährt. Weil ich denke, Tsunodas Pace sollte jetzt aber nicht mehr so gut sein, denke ich. Schätze ich mal, hoffe ich vielleicht sogar. Und was machen zu können gegen Charles Leclerc? Also ich würde eher was machen können gegen Tsunoda, das sieht sogar eher danach aus. Nee, noch nicht. Oder er macht auf jeden Fall noch nichts. Ob er es gekonnt hätte, ist eine andere Frage, aber machen tut er noch nichts, gerade Leclerc. Jetzt wird er was machen, oder? Leclerc? Nee, immer noch nicht. Wir noch nicht da vorbei. Aber ohne DS ist es halt auch schwer. Es wird aber auch fürs Rennen wichtig sein, da schnell vorbeizukommen auch. An Tsunoda und vielleicht auch Leclerc. Und da fahren die Seite an Seite. Bottas und Perez Seite an Seite. Oder Verstappen? Aber Verstappen oder Perez, weiß gar nicht, wer das gerade ist. Perez hat ja eigentlich die Pole. Da kann es fast Verstappen sein jetzt, aber es kann halt auch der Perez sein, der einen schlecht gestartet hatte. Der weiß das schon jetzt.
Oh! Ja, das war mein Fehler gerade. Mein Fehler. Ah, ich bin viel zu aggressiv da. Viel zu spät habe ich gebremst. Das war natürlich komplett mein Fehler. Als wäre noch im DRS-Fenster trotzdem gerade, wenn es freigegeben werden würde. Alonso hat sich gerade Norris geschnappt. Immerhin auch. Oh, ein bisschen abgekürzt, ich weiß. Ja, solange einfach Bottas den Red Bull aufhält, den einen, ist es eigentlich gut für uns. Ah, weit raus. Obwohl, nee, gar nicht weit raus. Aber Verstappen ist der führende. Okay, dann ist Perez wirklich. Der da hinter Bottas gerade feststeckt. Und Perez wird den nächsten Angriff auf Bottas versuchen, auf jeden Fall. Da geht's von den Angriff. Na, wenn das mal nicht gut geht bei den beiden. Das guck mal an, das sah gerade sowieso nicht gesund aus, grad, was die da gemacht haben. Perez macht sogar innen jetzt. Aber sah das gesund aus, was die da gemacht haben. Ja, sah wirklich gesund aus. Sah so ein bisschen komisch aus nur. Aber Perez hat sich durchgesetzt. Auf jeden Fall. Und Gasly ist wieder vorbei an Alonso auf. Der war der große Verlierer auf gerade. Leider. Ah, dieser Curb, ja, dieser Curb war mein Fehler. Auf diesen Curb sollte man lieber nicht kommen. Das habe ich gecheckt. Das weiß ich aber sowieso, also. Daher ist es jetzt auch nicht so schlimm dabei. Ja, wir sind im DS-Fenster, wir wären im DS-Fenster zumindest, aber jetzt haben die das DS-Fenster, wir waren aber jetzt nicht drin gerade. Aber das kann noch mithalten mit Perez, das könnte gut sein. Für uns auch. Wenn die sich hier für ihn duellieren auch. Natürlich. Wir werden aber jetzt keinen DS haben, ne? Werden wir leider nicht haben. Aber Bottas wird den nächsten Angriff versuchen gegen Perez jetzt. Würde ich sagen. Oh ja, oh ja, oh ja. Da gibt es ja von den nächsten Angriff. Boah, fast ein Dreher. War aber sogar ganz gut gemacht jetzt. Und Gasly will an Norris vorbei. Hat noch nicht ganz geklappt. Perez bleibt noch vorne. Und die sind ganz nah dran jetzt. Aber die werden sich schön aufhalten, denke ich. Oh ja. Die halten sich definitiv auf. Machen wieder einen Fehler zwar. Aber ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr dran. Oh ja, Faber findet auch das DS endlich wieder. Das heißt, die könnte ich nicht wirklich absetzen von mir, aber ich habe wieder hier einen Fehler gemacht. War nicht ideal, aber ich bin trotzdem DS-Fenster gerade. Oh, das ist eine ganz enge Sache um Platz 2 gerade. Verstappen ist gerade weg. Ja, nun macht sich das zunute, dass wir uns hier alle, oder die sich hier vorne alle bekämpfen. Ist ja voll klar, dass sich das zunute macht. Ja, Perez ist vorbei an Bottas, aber kommt trotzdem nicht weg von Bottas gerade, also... Dann wird hier den nächsten Angriff gleich auf das Ziel auch versuchen, der Valtteri. Während Verstappen sich das in Ruhe ansehen kann von hinten. Wie er niemanden hinter sich hat. Schön, dass wir jetzt auch das DS haben. Das tut gut. Es gibt den nächsten Angriff, definitiv sogar. Oh ja, es wird eng. Das wird eng, das wird richtig eng. Oh, wieder fast ein Dreher. Ja, und diesmal ist Perez wieder von geblieben. Wir müssen es so langsam mal zunutze machen, dass die sich hier alles überhaken gerade. Wenn wir sind weit weg von Norris, weil die sich da hinten auch bekämpfen. Und wir können das uns von Ruhe anziehen, was da vor uns passiert. Ah, Fehler wieder. Ah, diese ersten Schikanen werde ich wohl nie begreifen, wie die gehen wirklich. Aber immerhin verliere ich nicht so viel. Also nicht so viel wie in den S's von Silverstone. Zum Beispiel. Bin dann trotzdem jetzt deutlich näher dran als noch vorige Runde hier. Und das obwohl ich so einen Fehler drin gehabt habe. Oh, ja, abgekürzt, muss langsam aufpassen, was das Abkürzen angeht. Oder Kurve schneiden angeht. Viel darf mir davon auch nicht mehr erlauben, natürlich.
Gasly ist vorbei an Norris. Vorerst zumindest. Da bin ich mal gespannt kurz. Wer hat das DRS abgeschafft von den beiden, Norris oder Gasly? Ah, ich glaube Norris aber. Ja, Norris. Definitiv Norris. Hat der Glück, Norris. Und noch ist Gasly noch nicht mal vorbei gewesen eigentlich. Das heißt, Norris wird wieder vorbeikommen, easy. Eigentlich. Und vielleicht kommt jetzt mal wieder ein Angriff. Ne, diesmal kommt kein Angriff von Bottas. Aber wir sind jetzt deutlich näher dran. Jetzt sind wir auch richtig dran, weil die halt so früh bremsen müssen. Wir können bitte noch ein bisschen später bremsen. Sind jetzt mal gut dran auf jeden Fall. Während Norris, ja, wieder vorbei ist, logischerweise. War von Gasly nicht clever gelöst. Wäre lieber dahinter erstmal geblieben. Aber wieder ein kleiner Fehler, wohl nie, nicht wirklich. Also solange die halt auch das DS aufeinander haben, habe ich ja auch keine Chance eigentlich. Außer die bekämpfen sich so sehr, dass da irgendwas mal Verrücktes passiert noch. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Jetzt kann sich Perez, glaube ich, langsam absetzen, oder? Sieht fast so aus, zumindest. So einigermaßen zumindest. Aber jetzt sind wir richtig nah dran, sogar mal hier. So nah dran waren wir hier, bild ich, also glaube ich noch nie. Ah, 13. sind wir, nicht mal 13. sind wir hier dran gerade. Mit richtig späten Bremsen können wir uns hier sogar komplett dran setzen an Schal. Das können wir. Reicht noch nicht so für so viel, aber ist aber doch noch weiter weg. Weil er einen besseren Ausgang dadurch bekommt. Oh, jetzt Achtung, Achtung. Tsunoda muss jetzt langsam auch anscheinend abreisen lassen. So wie es aussieht, zumindest. Aber solange die halt das DS haben, können wir, kommen wir eigentlich nie vorbei, ne? Dann müssen wir fast schon mit Undercut alles versuchen jetzt. Oder halt mit späten Stopp und Overcut. Ich hätte schon eher einen späten Stopp, würde ich eher bevorzugen. Eben weil... Das haben wir gut gemacht. Weil wir dann halt die besten Reifen von allen haben. Das nützt dann uns, wenn man vorbeikommt, aber dann die schlechtesten Reifen noch hat. Ist auch wieder klar, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall sehr gut dran, aber das haben wir vorhin auch. Hat am Ende auch nicht viel genützt, würde ich sagen. Nützt immer noch nichts. Aber wenn wir immer noch gut dran sind. Na. Ja. Langsam ist aber mal, ja, ich glaube, der Tsunoda hat langsam das DS verloren. Würde ich mal sagen jetzt. Ich glaube, es hat das verloren. Ah, es hat wieder einen Fehler hier innen gemacht. Ja, Tsunoda hat es definitiv verloren. Jetzt wird er keine Chance gegen Leclerc haben. Auch wenn eine Verteidigung von Tsunoda kommt, ja. Oh nein, 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 viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Aber war gut sogar. Und das gibt eine gleiche Kollision vielleicht. Und wir nutzen das aus. Ah, nee, tun wir nicht. Und Tsunoda bleibt vorne. Macht er gut, gerade. Yuki. Das hat der Yuki wirklich genial gemacht. Können wir mal was gegen Leclerc jetzt hier machen? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde es versuchen gegen Leclerc. Und wir sind hier vorbei. Und habe sogar die Kurve erwischt, ohne den Leclerc dabei rauszuschießen. Wir ziehen uns das nicht an, weil ich habe jetzt hier gerade laufen und jetzt müsste Tsunoda leichtes Spiel für uns werden. Weil er halt nicht das DS hat. Aber ob ich hier schon vorbeifahre, weiß ich nicht. Wenn ich das könnte. Ich glaube, hier will ich noch gar nicht machen unbedingt, oder? Ah, ich glaube, ich komme ja auch noch nicht so wirklich ran. Tsunoda verteidigt auch noch. Dann bleibe ich doch mal dahinter. Dann bin ich doch wieder mal clever und bleib da schön dahinter noch. Alonso hat sich auf 7 geschafft auf einmal. Für Gasly läuft es noch gar nicht so gut. Tsunoda ist ja deutlich besser bisher. Aber wird trotzdem hoffentlich gleich mal einen Platz 2 da hinten landen. Also wie wir den anschieben, wird er keine Chance haben. Und dann müssen wir gar nicht mal einen Undercut gerade versuchen, weil wir jetzt eh hoffentlich gleich vor Tsunoda sind. Auch wenn der Topspeed sich noch nicht sehen lassen kann. Vom Alpha Tauri. Ja, und wir sind sogar vor dem Einlenken noch vor Tsunoda. Besser, wir haben es besser gemacht. Wir haben es besser gemacht als Leclerc. Wir sind schon vor dem Einlenken vor Tsunoda gewesen, als dass er noch da rein hätte stechen können. Lieder sogar dadurch im ersten Sektor.
nebenbei mal bemerkt oder gesagt. Weil ein kleiner Fehler wieder hier jetzt war, aber immerhin bin ich sauber gefahren. Und bin jetzt nicht irgendwie rausgefahren irgendwo. Aber lila im ersten Sektor, das macht doch Hoffnung. Was ja eigentlich klar ist mit einem DRS und dann noch dazu gut eingelenkt in die erste Kurve. Mal sehen, wie der Sektor es wird. Der war jetzt bestimmt schlechter, denke ich. Obwohl immer noch schneller. Mal sehen, ob wir jetzt da rankommen können, irgendwie an die beiden da vorne. Von Tsunoda können wir uns auf jeden Fall etwas abhängen. Also absetzen. Gerade. Auch wenn der nochmal das DS haben wird, auf jeden Fall auf das Ziel. Aber der ist so weit weg, der wird auf jeden Fall nicht angreifen können. Noch nicht zumindest. Wenn das könnte, vielleicht. Minimal Verbesserung war es wirklich bei uns jetzt gerade. Okay. Ah, hier wieder ein kleiner Fehler jetzt allerdings. Der nicht gut tut natürlich, aber immerhin habe ich die Kurve trotzdem getroffen. Aber ich glaube wirklich, die sind schon sehr schnell da vorne, ne? Aber war klar, dass wir eigentlich hinter Tsunoda sein müssen. Vor Tsunoda sein müssen, schneller sind als Tsunoda. Es war halt wirklich klar. Ich habe hier mal keinen Fehler gemacht und schon läuft es besser, ja. Schon läuft es mal deutlich besser hier. Auch einfach mal so. Tsunoda sollte keinen DRS haben. Was mir endlich mal die Gelegenheit verschafft, hier mich absetzen zu können. Hier mich absetzen zu können, sorry. Aber Bottas hängt immer noch den Perez im Getriebe. Jetzt sogar wieder mehr als vorhin. Also wenn die es noch duellieren, könnte mir das deutlich helfen. Oh ja, Tsunoda wird keine Chance mehr haben jetzt. Jetzt hat das DRS verloren, das sollte jetzt auch gleich Leclerc mal vorbeikommen. Auf jeden Fall kommt er sogar hier schon vorbei, was dumm wäre eigentlich. Wenn er das hier versuchen würde, aber ich glaube, hier wird er es versuchen. Und Verstappen kommt jetzt schon in die Box, obwohl jetzt schon, naja, ist schon spät. Macht der jetzt soft oder hart? Medium, hart macht er. Jetzt wird Leclerc erstmal vorbei an Tsunoda kommen, easy peasy. Oh, jetzt duellieren sich wirklich hier vorne. Jetzt fahren die wirklich Seitenseite Bottas und Perez wieder. Aber habe ich hier wieder Fehler gemacht. Einen Fehler gemacht. Der tut nicht gut. Das hat mir auch dadurch nicht Plätze gut gemacht. Oh ja, Leclerc wird schneller sein. Das bin ich sogar sehr sicher. Ah, Fehler. Fehler. Ah, jetzt mache ich wieder Fehler. Ja, das darf ich nicht machen. Das darf ich definitiv nicht machen. Ich würde sagen, eine Runde machen wir aber noch. Die Reifen sehen eigentlich sehr gut aus, muss man sagen. Finde ich zumindest. Dass die ganz okay aussehen. Aber wenn Leclerc vielleicht sogar einen Undercut schaffen könnte, wenn er jetzt reinkommt. Aber wenn die beiden, glaube ich, erstmal reinkommen, Perez und Bottas. Schätze ich mal, oder? Und Leclerc bestimmt auch, oder? Sei vorsichtig. Aber Bottas fährt weiter. Leclerc kommt aber rein. Machen die hart. Und Tsunoda fährt auch noch weiter, okay. Weil Gassi ein bisschen reinkommt, ja. Das tut er in der Tat. Ah, wieder verbremst, Mann, wieso denn? Jetzt die fahren hier Medien übrigens gerade. Alonso fährt auch, oh oh. Dann könnte Alonso vielleicht auch jetzt diese Runde reinkommen. Aber da ist halt weit genug trotzdem weg, denke ich. Also ich hoffe trotzdem, das kann was gut werden. Ich bin jetzt wieder ein bisschen unkonzentriert gerade. Aber jetzt habe ich mal die Kurve getroffen. Na wenigstens das. Puh. Ich sage gerade nichts, ich weiß. Ich muss halt mal kurz konzentrieren noch. Weil ich will mal sehen, ob das was ändert an meiner Fahrweise dann. Aber jetzt fährt Bottas in die Box, fahr auch in die Box jetzt natürlich. Hab sogar gut auf Bottas aufgeholt, weil ich hier mit Vollgas rein bin und einfach verlangsamt wurde natürlich. Auch Alonso wird, denke ich, reinkommen jetzt.
Und das tut er, das ist bitter, aber er ist trotzdem weit weg, wenn die Jungs es hier einen guten Job machen beim Stop. Ah, die Mähren. Ach, Jungs. Ach, wieso heute wieder so Lama? 3,1, ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Auch wenn ich sogar vor Leclerc bleibe. Easy. Obwohl, easy kann man jetzt nicht so sagen, aber ungefähr genauso, also. Ah, verbremst hier aber. Wieder. Ja, gut, Reifen sind ja jetzt auch noch kalt. Ich bin sogar weiter weg von Leclerc. Aber die fahren jetzt alle mit Mediums, nur der Verstappen fährt mit hart. Das ist interessant. Aber ich bin sogar näher dran am Bottas jetzt, dadurch auch. Ah. Ah, dieser Körb. Och, Mann, nee, jetzt mache ich doch mal, nee. Ich hab die Schnauze voll von diesen Körbs. Das mache ich nicht nochmal mit. Auch wenn ich gerne auch noch ein Blendes geschafft hätte, aber. Ja, fahr halt die langsam durch. Wenn das halt so drauf steht, dass man nicht anders da durchfahren kann, anscheinend. Außer vorsichtig damit fahren. Dann muss man das halt so machen. Leider habe ich keinen Vorteil gegen den anderen. Gegen die anderen. Nur da ist immer noch Sechster nebenbei. Gasly aber macht auch einen guten Job mittlerweile. Er ist immer ein Achter. Ist auch ein vor unserem, hinter unserem Teamkollegen. Aber es könnte sein, dass er nicht vorbeikommt. Wer weiß es schon. Ja, ich weiß irgendwas mache. Ah, der Bottas hat das DRS, ne? Das ist halt das Bittere. Ja, das ist der erste Bottas auf Perez. Da komme ich nicht näher. Weil die mich auf der. Weil die mich auf der. Oh, halt doch mal. Weil die halt mich dadurch auf der Geraden voll abziehen. Die ziehen mich halt da voll ab. Und die 2-4 wieder zu vorsichtig, weil halt nichts riskieren wir unbedingt. Aber auch mit Platz 4 wäre ich trotzdem zufrieden, denke ich. Immerhin fahre ich sehr sanft, also immerhin sauber. Aber hier hole ich dann wieder auf Bottas, weil der das DS hat. Oh Mann, das ist dann ein bisschen bescheuert. Das ist, als ob die jetzt, als ob die den Perez einbremsen würden, nur damit der Bottas Windfahrten hat und DS hat, damit ich ja nicht näher komme. Weil auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber eigentlich bin ich schon noch ein WM-Kandidat, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber rein theoretisch schon, und das könnte man dann schon denken, dass die da so ein bisschen taktische Spielchen einwenden, damit ich ja nicht noch Dritter werde. Weil kann ja nicht sein, dass ein Bottas auf einmal mithalten kann, wenn der Perez vor allem im Qualifying so stark war. Ja, aber Bottas hat immer wieder die letzte Runde irgendwie. Und keine Ahnung wie. Walter fliegt regelrecht, hat gerade die schnellste Rennrunde hingelegt. Sehe ich es so. Mit späteren Bremsen irgendwas reisen auch. Ja, hat viel was gebracht sogar. Auf jeden Fall bin ich dadurch mal schneller als Leclerc jetzt. Aber ich bin trotzdem natürlich langsamer als die, weil die haben halt das DS. Bottas zumindest. Mir wird nur helfen, wenn der Bottas mal wieder angreifen würde. Ja, ich pfeife immer immer sauber und daher bin ich schon schneller als Leclerc. Aber trotzdem komme ich nicht an die beiden da vorne ran. So wirklich. Nur in diesen Kurven komme ich dann näher. Aber ja, da habe ich halt keine Chance auf diesen Geraden. Wie gibt es denn mal endlich einen Angriff bald von Bottas wieder? Das würde mir nur gut tun. Wenn die sich gefühlt noch behaken oder Safety-Car würde mir auch gut tun natürlich. Aber jetzt ist Bottas wirklich gerne dran. Jetzt muss er doch mal langsam wieder mal Angriff versuchen, oder? Komm, Valtteri. Das hast du doch easy jetzt. Zumindest dich mal zu zeigen gegen Perez, endlich. Damit endlich mal hier meine Podiumshoffnungen noch leben. Ja, obwohl. Ja doch, ich glaube schon, oder? Oder? Der ist immer dahinter geblieben. Alter, ist doch nicht wahr. Als ob der dahinter bleiben wollen würde. Sag ja, die versuchen ja mich hier zu hintergehen. Weil er hat es immer versucht. Der ist dahinter geblieben, der war so nah dran. Ne, muss man nicht auf den Grad.
Ja, gut, es war okay. Immerhin wird es mal ein bisschen gechillter als letzte Saison und überletzte Saison. Da muss ich ja immer mit verteidigen und mit Windfahrten ein bisschen rumspielen und DHS rumspielen vor allem. Jetzt muss ich das mal nicht mehr machen. Also vorerst nicht machen, obwohl der Claire kommt hier schon wieder näher jetzt. Aber es ist trotzdem bisher ein bisschen entspannter als noch letzte Saison. Und überletzte Saison vor allem. Aber klar, ist auch viel besseres Auto. Oh, und Gasly hängt dem Alonso im Nacken auch. Und die kommen auch näher ran zu Noda. Der so starke zu Noda scheint es doch wieder langsamer als Gasly zu sein, so wie das aussieht gerade. Ja, ich komme nicht näher. Die haben aufeinander das DS. Boah, das kommt nicht mal vorbei. Da versucht es nicht mal. Da kommt man nicht näher. Ja, das würden am Ende keine Ahnung. Also ein bisschen verarscht fühle ich mich gerade schon, ne? Ja, und so verarscht, dass ich wieder mich verbremse, weil ich zu viel will. Weil ich da Wut im Bauch habe, dass die, also echt jetzt. Ey, ich habe gar keine Chance, weil die das DRS haben. Da kann man ja nicht näher kommen. Auch mit meinem Wundermotor, mit meinem guten Motor komme ich da nicht ran. Weil ich halt niemanden vor mir habe. Da komm ich, kann ich mich wohl nicht ziehen lassen. Aber gut, Platz 4 würde ich auch so mitnehmen. Aber man muss sagen, die kommen näher an Verstappen ran. Aber gut, er hat auch die harten Reifen. Vielleicht kann da dann noch was gegen gehen. Weil die da auch an Verstappen gerade näher kommen. Jetzt kann ich dann noch profitieren dann. Einigermaßen. Wenn die erstmal an Verstappen rankommen. Es sind zwar noch 11 oder 10 Runden jetzt gleich. Aber Verstappen ist schon noch ein ganz kleines Stück weg, muss man sagen. Ja, ich bin noch nicht viel schneller als Leclerc, eigentlich ungefähr genauso schnell. Gerade zumindest. Jetzt kommt Bottas, komm, mach doch mal was. Ah, er wird es wieder nicht schaffen. Nee, er will irgendwie nicht vorbei. Ach Mann, ist der Betrug. Immerhin mal keinen Verbremser hier und keinen Fehler da. Ah, immerhin hat das mal geklappt. Und bringen wir gleich von Leclerc etwas wieder weiter weg, auch in dieser Kurve mal. Einer 4 hat wieder einen Fehler gemacht. Einen kleinen Fehler. Einen Riesenfehler gemacht. Der mir locker 15 vielleicht gekostet hat. Aber die kommen immer näher an Verstappen, weil der die harten Reifen hat, das ist gut. Vielleicht können die dann noch, die Red Bull sich vielleicht noch ein bisschen ins Gehege kommen. Ja, ich weiß. Der Bottas ist so nah dran, schon seit der Stopp vorbei ist, jetzt 6 Runden oder so. Und kommt nicht vorbei an Perez. Es könnte so gut tun, wenn die sich duellieren, dann kann ich wieder näher rankommen endlich. So habe ich keine Chance. Weil die immer das DS aufeinander haben werden. Okay, du holst den Wagen vor dir. Ja, echt. Denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren. Ich hol den Wagen vor mir ein, genau. Manchmal diese Sprüche von Jeff Eft. Ist ja nicht mehr normal, was der manchmal sagt. Gasly ist klar vorbei von Alonso ist auch. Ja, gerade ist er vorbei. Eigentlich schade fürs Team, aber ich bin mal gespannt, ob Gasly noch zu Noda kriegen kann. Dadurch jetzt. Ja, aber das hat man gut gemacht. Das hat sich sehr gut, endlich. Endlich habe ich mal belohnt fürs gute Fahren. In dieser Kurve mal. Endlich hat das mal gepasst jetzt. Aber Leclerc lässt du endlich eine locker. Also der kann die ganze Zeit mithalten. Aber die kommt, glaube ich, ohne mehr ran an Verstappen, glaube ich, oder? Ah, es wird Platz 4, nur weil ich die hier, weil Pörters zu dumm ist, zu überholen, oder was? Echt. Ah, ist richtig langweiliges Rennen eigentlich. Bis zu dem Zeitpunkt jetzt. Der Anfang war halt spannend, weil man da halt gegen Sunoda gekämpft hat, gegen Leclerc. Auch bei der Verfolgung noch. Weil man dann auch richtig nah dran war an denen. Aber ich meine, Verstappen, der Führende und ich sind auf einer Geraden, auf derselben Geraden noch. Also weit weg sind wir trotzdem von der Spitze nicht, aber
Ah, wir sind halt nur grad zumindest. Ja, nicht wirklich schneller, ne? Ah, es war wieder vielleicht sogar zu vorsichtig. Obwohl, oder nicht so ganz. Nicht unbedingt, aber trotzdem. Oh ja, das war gut, das war sehr gut. Endlich, Alter. Endlich habe ich mich mal dafür belohnt, gerade das geschafft zu haben. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,8 Sekunden. Ach boah, das ist 4 Zehntel hinter Perez, ne? 4 mickrige Zehntel und kommt nicht vorbei. Das ist doch echt ein Witz. Sag, die haben sich verfuhren, die wollen einfach nicht, dass ich den dritten Platz hole. So wird das sein. Jetzt gelb immerhin nochmal, gelb. Safety-Car bitte. Bitte Safety-Car. Aber jetzt könnte Bottas mal Norris draußen. Oh, bitte Safety-Car. Ah, jetzt macht Bottas endlich. Jetzt greift er mal an. Endlich. Darauf habe ich schon seit geschlagenen 6 Runden ungefähr gewartet. Seit noch länger. Ja, eigentlich sogar seit 8 Runden oder so. Boah, das hat es nicht geschafft, bin aber dadurch endlich mal ein bisschen näher rangekommen wieder. Safety gibt es leider nicht für Norris, dass er draußen ist. Aber ich bin endlich mal wieder näher rangekommen, das tut doch gut. Aber da habe ich das so lange endlich gewartet. Dass endlich mal die sich duellieren, dass man endlich mal wieder näher rankommen kann. Aber wie sehr das uns was nützen wird, weiß ich wohl nicht. Ja, gelbe Flagge. Sehr cool. Ja, aber sind schon wieder weiter weg, weil wieder das DS halt das ist. Sie haben noch die Überrundungen, ihr Unwesen. Treiben noch ihr Unwesen. Das Ganze war ganz okay. Geht aber besser natürlich, sowas zu machen. Oh man, immer noch 6 Runden. Fühlt sich wirklich schon ewig an. Also wirklich, das geht doch gar nicht. Ah ja. Okay, jetzt habe ich wieder vollkommen vermasselt jetzt. Oh. Sowieso gerade. Trotzdem, weil 6x4 kann sich sehen lassen. Wenn es so wird, wenn es so bleibt. Ah, ihr seht aber hier Rückverkehr allerdings. Das kann gut sein. Ja, die halten frisch auf. Die werden jetzt frisch aufgehalten gerade. Das ist eigentlich aber gut jetzt. Jetzt müssen sie vorbeilassen natürlich, aber trotzdem war das, denke ich, nicht. Ja, Bottas könnte jetzt gleich angreifen wieder. Hat auf jeden Fall nicht gefahrt, für Bottas zumindest. Ja, der wird vorbeikommen, Bottas. Sogar diesmal vielleicht sogar easy. Aber easy, gar nicht mal. Der kommt etwas vorbei, aber jetzt ist die gerade schon zu Ende. Hab ich das DS überhaupt? Weiß ich gar nicht, ich war ja nah dran. Das würde mir endlich mal helfen, wenn ich das DS jetzt mal hätte dadurch. Ja, hab ich immer noch nicht, schade. Ach, Mann. Ich war immer noch zu weit weg anscheinend. Ich werde jetzt bestimmt nur Zeit verlieren. Oh, da verbremst sich jemand ganz hart. Ah, es tut schon ein bisschen weh, dass ich kein DS hatte. Das hätte mir jetzt gerade geholfen. Und Perez bleibt weiterhin vorne. Bottas hat die Chance nicht ausgenutzt gerade. Ich habe es dann wenigstens mal auf der Gegend geraten jetzt. Das DRS. Habe ich nicht, nee, habe ich nicht. Werde ich leider nicht haben. 40 oder? Habe ich. Aber wieder nicht, Mann, ich bin immer so knapp daneben und dann würde er mich wieder vorbeilassen. Ja, ich würde mich vorbeilassen, klar.
Hat so einen ganz netten Windschatten dadurch, aber trotzdem. Mann, ey, wie viel Pech kann man denn so haben? Wenn ich mich mal freue, wie auf DRS zu haben, kommt es natürlich nicht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Komm, Bottas ist mal wieder vorbei, vielleicht. Ich glaube, diesmal ist es wieder zu weit weg, fetzig. Ich. Jetzt geht's, wird's da vorne auf, letzte Sache mal gehen. Nee, doch nicht. Ah, wieder verbremst ist, oh, na, toll. Ja, was tue ich, hab ich wieder anstrengend. Bringt doch heute eh nichts mehr. Das ist halt das, ja, das ist halt ein bisschen unfair jetzt. Dass die halt das DS haben, ich hab's nie. Habe ich sogar bei den Überrundungen das nicht geschafft, das zu bekommen. Ja, ist natürlich sowas, klar. Leclerc ist dran, wir hatten mit Nummer 5 verteidigen können für die letzten 3 Runden. Wenn wir jetzt auch hier das DS durch diesen Fehler haben, ach man, wenn es drauf ankommt, mache ich wieder Fehler. Leclerc wird das DS haben, ich hab's nicht. Aber zumindest werde ich ihn, ein DS sollte ich trotzdem haben, denke ich. Hoffe ich, oder? Oh, bitte mach noch nicht Platz für Leclerc. Ah. Nein, macht er nicht! Macht er nicht! Macht er nicht, er hält ihn schön auf, den Leclerc. Danke, Aitken. Nein, Mazepin, bitte lass mich nach der DRS-Linie vorbei. Bitte, 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 bitte. Nein, dann mach das auch, du Idiot. Du Volldopf, du Vollpfosten. Mann, der Leclerc wird bestimmt haben, oder? Weh auf die Berundung, meine ich. Ach man, aber jetzt sind ja immer nah dran Verstappen gefühlt. Wird mir eh nichts mehr nützen jetzt. Ah, bin wieder weit weg von der Leclerc durch die Berundungen jetzt, aber trotzdem. Ah. Zum Not hat es, würde ich sagen, auch ein bisschen Pech gehabt. Was mache ich denn? Weil ich auf die Karte geguckt habe, habe ich jetzt gerade diesen Fehler gemacht. Ja, aber die haben Verkehr, ne, oder? Na, gar nicht mal, aber Gasly. Ah, das ist der Gasly, der jetzt hier gerade das Pech mit der Überrundung hat. Das ist der andere Haas. Hat das Fahrten überhaupt gemacht? Gab es eine Berührung überhaupt? Ja, es gab eine Berührung, eine leichte, und darum mache ich es einmal jetzt. Ja, komm. Hab halt auf die Karte geguckt. Daher bin ich jetzt gerade abwesend gewesen. Aber wir sehen noch ganz gut in Zeit, sehe ich hier gerade. Aber jetzt sind wir bei 40 Minuten, sind wir noch nicht mal. Wow. Das ist echt krass. Das könnte ein neuer Rekord von schnellstes Rennen ohne frühzeitig beendet. Also wenn wir mal 30 Minuten nur hatten, dann hatte ich das vorzeitig beendet. Wie Baku mal oder Monaco mal. Aber. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,0 Sekunden. Jetzt gerade. Ja, grüner Sektor 2. Also ich bin jetzt trotzdem noch on fire, aber nützt mir halt nichts, ne? Die Pace ist gut, gar keine Frage. Ich kann. Kann die ganze Zeit Leclerc gut auf Abstand halten, wenn ich keine Fehler mache. Zu nur das eh weit, weit, weit weg. Also. Die Pace ist gut. Ich habe halt nur das Pech immer mit dem, dass ich keinen DS hatte, habe ich immer das Pech gehabt. Auch sogar bei den Überrundungen habe ich immer das Pech gehabt, das nicht gehabt zu haben. Ja, und Bottas hat es die ganze Zeit auf Perez und kann sich dadurch vom Acker machen. Habe 1.19.8 sogar noch jetzt. Habe meine Zeit sogar noch verbessert. Um etwas. Kann ich sogar noch mal die nächste Runde fahren? Noch als persönliches Abschluss dann doch, weil es doch wirklich kein Podium mehr wird, was es ganz sicher nicht wird. Bin ich jetzt mal gespannt, wird es am Podium? Wird es noch die nächste Runde, meine ich, oder Podium, wenn noch irgendwas passiert davor, ne? Ich habe jetzt mal das DRS gleich, wenn er jetzt nicht vorbeilässt, was ich meine, ich hoffe, ah, er wird wieder vorbeilassen. Ach, komm, nur Schumacher. Nee, ich gehe so nicht vom Gas, weil ich will...
Alter. Ja, Verstappen mit einer alten 19.5, die wäre nur 13. schneller, meine. Der fährt mit alten, harten... Alles klar. Der haut mit alten, harten Reifen nochmal eine schnellste Runde raus. Alles klar. Das ist auch wieder lustig jetzt. Ah, wieder ein Fehler hier auch, aber ist egal, kann er eh nicht mehr nach vorne, nach hinten, ist egal. Platzieren würde es trotzdem ein starkes Ergebnis. Und Tsunoda könnte es vielleicht gegen Gasly noch aushalten. Ah, jetzt macht hier wieder einen Riesenfehler, aber war sich noch ganz gut so gut gemacht. Er muss den Gasly, Gasly hat ganz schön verloren auf einmal sogar noch. Gasly ist noch hinter Alonso, glaube ich, oder da ist er, glaube ich, noch in die Überrundung, kann das sein? Ah, die hat vielleicht ein bisschen in die Karten gespielt, im Alonso. Aber eine, die ist gerade hat, Gasly noch. Um Alonso nochmal zu überholen, mal sehen. Tsunoda wird auf jeden Fall einen sechsten Platz, einen sensationellen sechsten Platz nach Hause fahren. Im Grunde haben wir beide getauft. Ich bin von 6 auf 4, er ist von 4 auf 6. Ist irgendwie lustig. Ah, Gasly schafft es nie von London, so eigentlich gut fürs Team. Auch wenn ich mich für Gasly natürlich genauso gefreut hätte, wenn er es geholt hätte. Boah, das wollte nochmal die schnellste Runde in der 1.19.4. Wir kommen da nicht ran natürlich, aber das will ich wohl gar nicht. Ich will hauptsächlich auf Platz 4 jetzt das Ding beenden, was sehr gut geklappt hat. Trotzdem gute 12 Punkte. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Fermé. Sind trotzdem gute 12 Punkte. Kann man nicht meckern, denke ich. Das ist dann ein wahres Tag. Von 2 auf 1. Alles klar. Hier wurde die freie Fahrt an der Spitze optimal genutzt. Keine Chance für die Verfolger, auch nur ein einziges Mal in den Windschatten zu kommen. Was für ein Sieg hier in Monza. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat haben? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos liegt. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein, denn er macht weiter wohl gut an der Spitze der Rangliste. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, und... Ja, eigentlich es war es Maximum, sagen wir mal so. Also, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, die schnellste Runde war ja auch gut. 1.19.8, Bottas die schnellste Runde, hat 1.19.4. Und dadurch, dass die KI ja sowieso nochmal in der letzten Runde immer sowieso auftritt. Also genau 4 Zehntel auch wirklich ungefähr nur langsamer, also als der schnellste. Also die Pace war voll da, aber Bottas hat den Windschatten gehabt und das DS und ich habe nichts gehabt. Nicht mal bei den Rundungen hatte ich das Glück. Alonso am Ende, oh, ganz starker 7. Tsunoda starker 6. trotzdem, Gasly auch nur 8. Hamilton nur 9. Stroll holt für Alpine Punkte. Beide, ah ne, Sainz ohne Punkte, uiuiui. Wird den Tifosi, wird den Ferrari-Fans nicht so gut gefallen in Monza. Aber dafür hat Leclerc immerhin 5. Platz geholt. Die Fahrer-WM sieht, da haben wir schon auf 3 wieder vorgekommen durch unseren 12. Platz und Hamiltons nur 2 Punkte. Ja, auch gegen Perez geht, denke ich, noch was. Also wenn noch wie die anderen Rennen besser werden vielleicht. Singapur mache ich mir schon auch Hoffnungen. Da kann noch was gegen Perez gehen. Gegen Verstappen, glaube ich, ist kein Kraut gewachsen. Das muss man für diese Saison zumindest so eingestehen.
Ja, oder auch Herr Mercedes können wir vielleicht noch reinholen im besten Fall, aber das wird sich gern zeigen. Okay, ach, apropos, wie werden Alpine überhaupt bisher Punkte? Würde mich mal interessieren. 8 Punkte. Und Aston Martin hat nur einen. Oh weia. Und die anderen drei, ja gut, das ist ein gewohntes Bild, aber Aston Martin. Gut. 4 gegen 2 Punkte. Oh, wir machen es gut. Punkte gut gegen Hamilton auch. Wir sind da jetzt eh wieder vorne jetzt und jetzt sind wir noch weiter vorne. Perfekt. So muss das laufen, wenn man eine Rivalität gewinnen will. So, Alonso. Alles wieder geschafft. Ah, vergesse immer wieder. Ah, shit. Ich habe schon wieder vergessen jetzt zu gucken, wie viel Geld wir bei diesem bekommen. Ah, shit. Vergesse es immer wieder. Okay, oh, zum Ereignis. Okay. Ja. Ich gucke hier nochmal ganz kurz was. Muss mal kurz sein. Nee, anscheinend nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo waren wir jetzt hier gerade? Hier. Wieder abpressen natürlich erstmal. Wir haben jetzt wie viele Ressourcenpunkte? Oh, 23.600. Alles klar. Gut. Dann war es aber auch schon. Ja, hier sehen wir nochmal die Nachricht. Ah, nee, das steht gar nicht mehr da mit dem Fahrerrücktritt. Ja, Fernando Alonso wird sich aus der Formel 1 zurückziehen. Und damit müssen wir sogar einen anderen Teamkollegen auswählen. Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt wollen würde, unbedingt. Aber gut, er ist halt schon, ja, er ist halt trotzdem schon sehr alt, muss man einfach sagen. Und ja, hier wird er jetzt auch nicht mehr dastehen. Ja, doch, er steht noch da, weil er bei uns fährt im Team. Aber ja, gut. Ist auch egal. Mal sehen, wie wir nehmen. Ich werde mir mal die Gedanken machen dann. Und dann, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder in Singapur. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.